Am 20. Oktober 2009 fand bereits die 5. internationale Antizensurkonferenz in der Schweiz statt. Weil es an der Zeit ist, der gebildeten Menschheit Gelegenheit zu mündigen Entscheidungen zu geben, bietet die AZK eine Plattform für unzensierte Gegendarstellung. Entgegen der öffentlichen und breiten Meinung des Mainstreams referieren an dieser Veranstaltung weitere Fachstimmen zu existenziell wichtigen Gebieten, die uns als Gesellschaft als Gesamtes betreffen. Willkommen in der schwierigsten Zeit und der spannendsten Zeit der Weltgeschichte. Warum braucht es eine AZK? Sind der Informationen über TV, Radio, Zeitung und Internet nicht schon längstens genug? Medien verweigern Wahrheit. Medien verweigern Dinge, die gesagt werden, sie verdrehen es. Ich bin ja schon mehrmals auch in Medien drin gewesen. Ich weiß aber, wenn man zum Beispiel wichtige Botschaften in die Presse bringen will, dass da in der Regel auch Zensur betrieben wird. Versklavung von Völkern bis hin zu Genozid treiben, werden verheimlicht, werden unterdrückt, werden nicht preisgegeben in den Medien, die Pflicht hätten, all das weiterzugeben. Mediendreck schleudern, das ist so das Problem mit Nummer 1, mit dem wir kämpfen. Da wurde die AZK natürlich verteufelt, wie so vieles verteufelt wird, was Wahrheit ans Licht bringt. Und das zeigt meines Erachtens immer, dass man irgendwo was richtig macht, sonst würde man nicht so bekämpft. Also wenn man irgendwie Blabla redet, dann interessieren sich die Medien nicht dafür. Und wir halten an der Tatsache fest, dass Stimme und Gegenstimme gehört sein muss, damit ein Volk entscheiden kann, ob etwas richtig oder ob etwas falsch ist. Beide Seiten müssen angehört werden. Ja, man soll das Urteil nicht fällen, wenn man nur eine Seite hört. Man muss beide Seiten hören und dann kann man sich ein Urteil erlauben, aber nicht immer nur die einseitige Information. Und so dadurch, dass ich Informationen kriege oder dass wir in Summe Informationen kriegen, können wir auch mündig werden. Wenn wir sie nicht haben, wie sollen wir dann mündig werden und Stellung beziehen? Und ich denke mal, dass wir ein Forum hier gefunden haben, wo wir unsere Visionen, unsere Ideen von einer wunderbaren, friedlichen Welt auch mit umsetzen können, mit vielen Freunden. Ich brauche dich, du brauchst mich. Wir brauchen euch. Nur zusammen sind wir stark. Nur zusammen können wir das bewegen. Yeah, yeah. Und dann müssen wir wirklich wieder persönlich zusammenkommen. Und hier ist natürlich toll, dass wir mit Menschen zusammenkommen. Es funktioniert auch ohne Internet. I'm very impressed that you have gathered about 2,000 people here in the nowhere, I think, up in the Alps. And I think it's wonderful, because that means that people are interested in your topics, and that's very, very important. Heute wird nicht der Brandstifter bestraft, sondern der, der den Brand anzeigt. So weit sind wir. Recht ist zu Unrecht geworden und Unrecht ist zu Recht geworden. Und darum müssen wir hinausgehen, wir müssen Medien gründen, eigene Medien gründen. Glaube an die Überwindung der Medien, indem wir selber ein Medium sind, ein neues Volksmedium. Also im Endeffekt ist tatsächlich so, wie der Herr Sasek sagt, dass man eigentlich selber tätig werden muss, um zu versuchen, dass die Information gut trotzdem noch rüberkommt. Hey, darum gibt es die AZK. Und darum gibt es die AZZ. Aber es wäre gut, wenn es nicht nur eine AZK geben würde weltweit, sondern eben Millionen. Das größte Problem sehe ich in der Leichtgläubigkeit, ja, dass man einfach, dass die meisten Leute, uns allen geht es ja so, es ist viel leichter mit dem Strom zu schwimmen und Meinungen zu übernehmen, die alle anderen auch haben. Wir sind ein Volk, ein betrogenes, ein belogenes, ein wirklich geschändetes Volk. Nur tote Fische schwimmen immer mit dem Strom, genau. Ein geschwächtes Volk kannst du beherrschen. Wir werden eine schwere Zeit vor uns haben, das denke ich, aber wir werden eine siegreiche Zeit haben und werden eine neue Gesellschaft werden. Das weiß ich, dass uns das gelingen wird. Und dazu möchte die AZK mobilisieren. Die Welt ist so konstituiert, dass das Gute immer gewinnt. Dies einige Auszüge des Moderators, der Referenten und Gäste der AZK zu der Frage der Notwendigkeit einer unzensierten Informationsplattform. Weiter folgen einige Kernaussagen aus den Vorträgen der Referenten.
Die kompletten Vorträge können unter www.anti-zensur.info angeschaut werden. Frau Dr. Raunikilde, 1967 Doktortitel, Turku-Universität in Finnland. Sie hat 3 medizinische Fachgebiete studiert. Dr. Raunikilde, was ist Mind Control? Ich gebe Ihnen das Wort. Mind Control means... Bewusstseinkontrolle bedeutet... That there are devices, dass es Gerätschaften gibt, that can take over your brain, die dein Hirn übernehmen können. They can make you mad, they can make you religious, they can make you homosexual, sie können they can dich, change everything in you. Sie können dich böse machen, sie können dich religiöse machen, sie können dich zur Homosexualität bringen, sie können alles und jedes in dir verändern. So what is the purpose of mind control? Taking also, over your body, your brain, your behavior. It is to disrupt memory, it is to discredit people through aberrant behavior. And what is the goal of mind control? To program any individual, you and me and anybody. It's done with electromagnetic fields. It's also done with various drugs and sprays. And it's done with psychological warfare. Part of the mind control is to survey you 24 hours, 365 days a day. All the governments in the Western world deny the existence, but they cause illnesses like cancer, Alzheimer's, and just about any other disease, especially brain tumors, especially strokes. Now, who is behind this evilness? An American colonel gave a report. He showed it like this. In the middle was New World Order. On this side was the Star of David with Illuminati sign. On the other side was CIA, FBI, and British intelligence services. They are them. Because the elite has plans to get rid of 2/3 of world population. With electronic warfare, chemical warfare, psychological warfare. This technology has to be stopped somehow. Thank you very much. Well, I think the majority of the world population knows nothing about mind control, and they're going to be victims, and their children are going to be biological robots forever. And that's extremely dangerous, and that destroys the mankind totally. Worldwide clash of storm around us. Fear and war is spread far and wide. I want to spare without his power. Such danger lurks from every side. But my God breaks through the darkness and says, those who love me are like the rising sun. Therefore we throw ourselves into his hand, and deep is filled the heart of everyone. We are the light of this world. Darf ich Joe Conrad auf die Bühne bitten? Was sagst du über Illuminati? Ist das eine Wirklichkeit? Gibt es wirklich Menschen, die so Dinge tun, die du erklären wirst? 33. Grad der Freimaurer ist der oberste Grad in einem schottischen Ritus. Ist der Übergang der Freimaurer in die Illuminati, über die wir reden. Die gibt es schon viel länger und die gibt es auch immer noch. Sie sehen sich selber eben so, Illuminati erleuchtet. Im Grunde suchen sie überall in sämtliche Strukturen der Erde, wo irgendwas Wichtiges stattfindet, da ihre Leute reinzukriegen und so alles zu kontrollieren. Die Quintessenz ist eben, dass die sich so sehen als Elite der Menschheit natürlich, und die sagen, die Menschheit ist dumm. Und sie sehen sich eigentlich als getrennt von der Menschheit, als über der Menschheit stehend, und sie sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Und die gehen eben über Leichen, um Ziele zu erreichen. Wir haben ja einige Leichen gesehen, Mind Control, Impfungen und so weiter, die ganzen Bereiche. Kümmert es eigentlich nicht, ob es den Menschen gut geht, sondern es geht ihnen, dass sie Ziele verfolgen. 9/11, das ist eben Illuminati-Spiel im großen Stil. Ne? Da wird Angst erzeugt, nicht auf der kleinen Ebene, sondern global. Ein traumatisches Erlebnis, die Leute sind im Angstzustand. In der Angst sind wir geschwächt, sind wir klein, sind wir manipulierbar. Im Zuge der
von 9/11 haben wir eben vielen Gesetzen zugestimmt, die unsere eigene Freiheit einschränken, die denen da oben die Macht geben, uns immer mehr zu überwachen. Die können ja nicht 6 oder 7 Milliarden Menschen in Ketten legen oder in Gefängnisse stecken, das klappt nicht. Das heißt, sie müssen uns dazu bringen, dass wir freiwillig zustimmen, dass wir unsere eigene Macht abgeben, unsere eigene Freiheit aufgeben. Was hat Sie denn veranlasst, jetzt hier in diesem Rahmen auf eigene Kosten anzureisen und als Redner aufzutreten? Also es ist meine Aufgabe, die ich spüre einfach, dass es darum geht, dass die Menschen aufzuwecken. Man kann ihnen ja nicht vorschreiben, was sie denken müssen, aber dass sie selber eine Entscheidung treffen können. Sie haben über viele Dinge einfach nicht die Informationen, die sie brauchen, um eine freie, unbeeinflusste Entscheidung zu treffen. Joe Conrad spricht darum kritische Beobachtungen zum Thema Mondlandung aus. Das Publikum ist auch hier herausgefordert, die bislang von den Medien publizierte Darstellung zu überdenken. Mondlandung ist eigentlich nur der Einstieg, um zu zeigen, wir werden belogen. Man zeigt uns nicht die Wahrheit. Die ersten Bilder, die vom Mond kamen, waren so schlecht, dass man eigentlich fast gar nichts erkennen konnte. Warum? Gibt keinen technischen Grund dafür, meines Erachtens. Möglicherweise wollte man irgendwie die Bilder nicht so gut zeigen, weil man vielleicht Angst hatte, sonst kommt irgendwie was raus. Da hat jemand mal einfach Bilder hintereinander gelegt von derselben Mission, also Apollo 15. Ne? Na, da hat einmal die Fähre dastehen und da hat man die Fähre dastehen. Auf der gleichen Mission. Kann eigentlich nicht sein. Dann gucken Sie sich das Ding an, ne? Beduinen im Weltraum. Mit so einem Ding würde ich nicht mal von hier bis zum nächsten Lidl fahren. Das fällt auch auseinander. Gucken Sie sich das mal an. Wahnsinn! Dann immer diese Goldfolie und Kupferfolie und Silberfolie und schwarze Folie. Ich weiß nicht, vielleicht wissen Sie noch nicht, was am besten wirkt. Aber die Frage ist ja, was bewirkt diese Folie überhaupt? Warum an diesen Streben? Diese Streben sind doch sicherlich, nehme ich mal an, aus Metall. Nun muss man Metall aber ja nicht mit Metallfolie vor der Hitze oder vor der Kälte schützen, oder? Es gibt inzwischen so viele Hinweise darauf, dass sie das Ding gefälscht haben. Erstens, mit der Technik war es unmöglich, auf den Mond und zurückzukommen. Und es gibt eben die Frage, schafft man es, durch den Van Allen Strahlungsgürtel zu kommen? Wir müssen ja bedenken, seitdem sind 40 Jahre bald vergangen, ja 69, ne? Seitdem ist kein Mensch mehr außerhalb der Erdumlaufbahn gewesen. Ne? Die Astronauten sind alle zur Geheimhaltung verpflichtet und sie sind zum großen Teil Freimaurer. Horrorszenario, Gentechnik, Machenschaften im Jetzt, nicht morgen, nicht das, was man verdächtigen könnte, sondern das, was jetzt bemessbar geschieht. Gerhard Schröder, bitte, Bühne frei. Die Menschheit lehnt genmanipulierte Nahrung ab. Die Genmanipulierung von Organismen, GMO, ist die Vergewaltigung der Nehmerzelle. Bakterium in ein Maisgen geschossen, ergibt BT-Mais. Ein Mäusegen in eine Erbse geschossen, ergibt eine Pharmaerbse. Diese Technologie kann neben der Natur nicht existieren. Es ist eine Technologie, die verschmutzt, verdirbt und letztendlich die natürlichen Arten zerstört. Der neueste Trick der Genverschwörer, es steht im Moment eine Milchkuh auf der Tagesordnung und man will beim Europäischen Patentamt in München diese Milchkuh, Hochleistungsmilchkuh, genauso patentieren lassen wie hier. Es wird also ein Gen genommen von einer Kuh, Hochleistungskuh, isoliert, benannt, ab zum Patentamt anmelden, Patentnummer. Und jetzt kommt's, alle Kühe, die dieses Gen tragen, schon immer getragen haben, aber Monsanto oder BASF hat es isoliert, gehören dem Patentinhaber, der angemeldet hat. Das sind alles Tatsachen hier. Die Geschichte der genetischen Manipulierung von Organismen. Wo ist im eigentlichen Sinne die Geschichte der Machtkonzentration in den Händen einer Elite, die fest entschlossen ist, die ganze Welt um jeden Preis ihrem Zepter zu unterwerfen? Wer das Öl kontrolliert, kontrolliert ein Land. Wer die Lebensmittel kontrolliert, kontrolliert das Volk. Ein weiteres brisantes Thema, das uns als Gesamtes betrifft: Amalgam. Ist es so harmlos, wie es bislang deklariert wurde? Oder etwa doch nicht?
Dr. Joachim Mutter hält international Vorträge und hat uns sicher einiges Kompetentes zu sagen. Amalgam besteht nämlich aus 50%, also die Hälfte von diesem Metall im Amalgam ist Quecksilber. Beim Quecksilber weiß man, dass es das giftigste nicht radioaktive Element ist. Da hat die WHO 1991 schon ziemlich eindeutig gesagt, dass Quecksilber aus Amalgam die Hauptquelle der menschlichen Quecksilberbelastung darstellt. Jetzt mit dem Amalgam, da kommt ja immer, wenn Sie hören, wenn Sie fragen, die Regierung, und die sagen dann ja Amalgam, da wird da fast kein Quecksilber frei. Aber wenn Sie jetzt genau gucken, die ganzen Studienlage, weil die lügen ganz einfach, wenn Sie nämlich tote Menschen angucken, Leichen, die eben Amalgam getragen haben oder tragen, dann finden Sie in allen Körperorganen etwa 2 bis 12 Mal mehr Quecksilber in denen drin, als bei Leuten, die nie Amalgam hatten. Das heißt, auch wenn Sie jetzt ein Amalgamverbot machen, wird dieses irgendwann in der Umwelt nämlich landen. Man weiß nämlich, dass pro Leiche, die eben Amalgam hatte oder hat, bis zu 2-3 Gramm Quecksilber oben rausgepustet wird. Das wird nicht abgefiltert. Mit einer EU-Leiche können Sie im Idealfall 10 Menschen töten. Oh, dieser Terry Pratchett, der ist ein Erfolgsautor, der wird interviewt. Und dann hat er erzählt, wie das war. Er war bei seinem Zahnarzt. Der Zahnarzt hat das Amalgam entfernt. Und dann wollte eben der Terry Pratchett, der wollte diese Amalgamfüllung mitnehmen als Andenken nach Hause. Und das durfte er nicht. Und dann hat er gefragt, ja, wieso darf ich das nicht? Und dann sagt der Zahnarzt, ja, das ist hochgiftiger Sondermüll, den dürfen Sie nicht mit nach Hause nehmen. Dann zeigen die Originalreferate und die Originalpublikationen, dass Amalgam bei weitem das giftigste Zahnmaterial ist, was es eigentlich gibt, und auch bis zu 800 Mal giftiger als Composites. Quecksilber kann ja in allen Körperorganen reingehen und blockiert zentrale biochemische Mechanismen. Das heißt, Sie können im Endeffekt durch Quecksilber alle Krankheiten und Beschwerden, die es hier auf dem Planeten gibt, auslösen. Also Grundregel Nummer 1, man muss Schutzmaßnahmen machen. Und dann gibt es auch Studien, die haben festgestellt, dass eben Tiere mit gleicher Ernährung, aber die wurden vergiftet mit verschiedenen Chemikalien, auch mit Schwermetallen, haben wir festgestellt, dass die, wenn sie unter natürlichem Licht sind, dass sie bis zu 30 Mal mehr Blei ausscheiden können, als die, wo nur im künstlichen Licht sitzen. Das bedeutet für sie, dass sie so viel wie möglich raus müssen. Da wird in den Medien auch immer Panik gemacht vor der Sonne und man darf nur noch Sonnenschutzmittel nehmen, wo 15, Lichtschutzfaktor 15 und noch mehr haben, was voller Schwachsinn ist, weil alle Studien zeigen, die Leute, die mehr in der Sonne sind und zwar ohne Sonnenschutzmittel, haben signifikant weniger Krebs. Nochmal, wie gesagt, man kann was dagegen machen, aber die offiziellen Behörden halten halt dran fest an diesem Zahnfüllmaterial. Und auch deswegen, weil sie halt Angst haben vor Schadensersatzprozessen und so weiter und so fort. Die ganze Sache geht ja hier immer um Leben und Tod. Hier haben wir es echt mit Genoziden zu tun, das heißt Völkermorden auf Raten. Wir wissen einfach nicht, wo es überall einfällt. Und was mein Wunsch ist mit der AZK, mit der AZZ, mit der AZD, alles was wir machen, mein Wunsch ist, dass diese Scharlatanerie ein Ende nimmt. Dass diese Menschen, die das Ganze verursachen und nachher vertuschen und nicht zugeben möchten, dass sie es zugeben müssen irgendwann, dass so viel Licht reinfällt, dass es zu einer Kapitulation kommt. Der nächste Vortrag über die Schweinegrippe war an der AZK September 2009 hochaktuell, weil europaweit die große Impfkampagne gegen diesen Virus zugerüstet wird. Wenn früher die Pest durchs Land ging, hat sie über Nacht ganze Völker ausgerottet. Über Nacht waren die weg. Und unsere Frage ist es möglich, dass sich die Gewohnheit der Pest und so weiter, dass sich die geändert hat, dass sie heute zuerst bei den Pharmas die Erlaubnis einholen muss? Ich bitte Hans Tolzin, unseren Referenten, nach oben. Er wird uns hier wichtige Antworten geben. Die Schweinegrippe ist ein hervorragendes Beispiel, wie es bei allen Pandemien, bei allen Epidemien läuft. Worum geht es denn überhaupt bei der Schweinegrippe oder bei der Grippe? Es geht um Erkrankungen der Atemwege. So als Therapie kennt die Schulmedizin eigentlich nur die Erregerbekämpfung. Das ist im Grunde auch wieder eine Vergiftung. Wenn Sie zum Arzt gehen, hat er einen Erstverdacht. Und dieser Erstverdacht, der richtet sich nach der aktuellen Modediagnose.
Und die aktuelle Modediagnose ist nun mal im Moment die Schweinegrippe. Influenza-Grundrauschen, was ist das denn? Laut WHO, laut der Weltgesundheitsbehörde, stirbt fast jede Minute ein Mensch auf diesem Planeten am Influenza-Virus. Ja, ohne dass wir überhaupt an irgendeine Pandemie denken. Und woran erkenne ich denn jetzt eine wirklich angstmachende Pandemie oder eine Pandemie in einem Ausmaß, wo ich wirklich besorgt sein müsste? Wenn ich jetzt das Virus in mir habe und ich huste jetzt ein bisschen rum, dann haben morgen 10 Leute von Ihnen auch diesen gleichen Husten und übermorgen 100 Leute. So stelle ich mir eigentlich eine Pandemie vor, die die Menschheit bedroht. So, Montag, 27. 40 bestätigte Fälle in den USA, alle 40 wieder gesund. Nur ein dokumentierter Fall von Mensch-zu-Mensch-Übertragung beim Vater und Tochter. Wir fragen uns, Pandemiestufe 4, auf Grundlage welcher Fakten, bitteschön? Mittwoch, 29. April 2009, weltweit geben Fachleute Entwarnung. Also nicht nur eine, sondern eine ganze Reihe von Pressemeldungen, wo bekannte Fachleute, die da interviewt werden, sagen, so, das ist jetzt wieder am Abklingen. Am gleichen Tag erhöht aber die WHO die Pandemiestufe von 4 auf 5, am gleichen Tag. Wir können uns wieder fragen, auf der Grundlage welcher Fakten. Die Schweinegrippe wird ja immer ungefährlicher. Ich mache einen großen Sprung, 11. Juni, die WHO ruft Pandemiestufe 6 aus. Und dann sagt sie noch, das Virus wird hauptsächlich in reicheren Ländern mit intensiver PCR-Überwachung festgestellt, also Labortestüberwachung. Die armen Länder haben natürlich nicht das Geld für solche Tests und darum tritt dort auch keine Schweinegrippe auf. Es gibt keine Influenza-Pandemie, dafür gibt es eine Labortest-Pandemie. Es ist immer wieder von Parallelen die Rede, historische Parallelen. Schweinegrippe 1976 und spanische Grippe 1918. So, und jetzt habe ich was Interessantes für Sie. Je nach Quelle hat die spanische Grippe im Jahr 1918 weltweit bis zu 100 Millionen Todesopfer gefordert. Auch in den USA viele Tausend. Man hat dort dann tatsächlich Ansteckungsexperimente unternommen. Und zwar, da durften sich Strafgefangene freiwillig melden. Und die mussten sich dann zum Beispiel 5 Minuten lang an das Krankenbett eines Sterbenden setzen. Und dieser musste ihnen 5 Minuten lang in das Gesicht husten. Kein einziger ist krank geworden. Kein einziger. Ich habe aber noch weitere Quellen gefunden, die darauf hindeuten, dass diese Sterbewelle unter den US-Soldaten in den Kasernen in Wahrheit durch Impfungen verursacht wurden. Was sind jetzt die Ziele der geplanten Pandemie? Fragen wir uns natürlich, ja. Was sind die Ziele? Stufe 1, natürlich, da sind mehrere hundert Milliarden Euro Umsatz drin, ja, an Tamiflu und Labortestsysteme und die Impfstoffe nicht zu vergessen. Ja. Der Impfgedanke, das ist wie ein Götze, wie ein goldenes Kalb, um das die Virologen tanzen. Es wird jedes Jahr ein Stückchen enger. Unsere Freiheitsrechte wird jedes Jahr ein kleines bisschen enger. Man treibt es nicht so dolle, dass wir nicht merken, was los ist, oder die Masse nicht merkt, was los ist. Ja? Wir haben die Wahl. Meiner Ansicht nach stehen wir vor einer historischen Entscheidung. Ganz egal, worauf wir warten, warten wir oder entscheiden wir uns dafür, dass wir die Lösung sind. Ihr seid die Leute, auf die ihr die ganze Zeit gewartet habt. Kein Mensch und keine Regierung hat ein Recht, so gewichtige Gegendarstellungen, die unter anderem an dieser Konferenz vermittelt wurden, dem Souverän vorzuenthalten. Vor allem, weil uns diese Entwicklungen als Gesamtbevölkerung betreffen. Wir besitzen ein volles Informationsrecht, werden aber gleichzeitig zur Mitverantwortung herausgefordert. Die Menschen sollen keine Angst haben, sie sollen sich nicht in der Angströhre jagen lassen, sondern Visionen leben, die Visionen erfahren hier durch solche Vorträge und dann aber selbst bestimmen. Von sich aus selbst bestimmen, nicht immer über andere und anderen etwas vormachen, was sie selbst nicht leben,
sondern erst selbst leben und dann in die Öffentlichkeit gehen. Ich muss sagen, ich bin relativ beeindruckt auch über den Mut, den die Referenten hier an den Tag legen, um sich vor einer so, ja doch, vor einem so breiten Publikum so klar darzustellen und Position zu beziehen. Das ist sicherlich nicht alltäglich. Ich werde das nächste Mal sehr viele Leute mobilisieren und hoffe einfach, die dann auch in mein Auto zu packen und herzukommen. Ihr habt heute die verschiedenen Wege gehört, ihr habt verschiedene Impulse bekommen. Wir geben euch total frei, spürt heraus, wo ihr euren Weg seht, um mit diesen Problemen fertig zu werden. 1% der Bevölkerung reicht vollkommen aus. Von Menschen, die informiert sind, die ohne Angst sind und im Rahmen ihrer Umgebung und ihrer Möglichkeiten aktiv werden. Wir haben auch Macht. Und ohnmächtig sind wir nur, wenn wir es zulassen. Und meine Bitte ist, nicht einschüchtern lassen. Genau was du gesagt hast, entscheiden. Wenn wir uns fürchten, haben wir ihnen die Macht übergeben. Aber wir dürfen uns nicht fürchten vor solchen Einschüchterungsversuchen. Dann erst recht drauf und wir werden hier noch durchbrechen. Ich denke, wir müssen uns wieder auf uns selber besinnen, was wir eigentlich sind. Hier spricht der Souverän. Punkt. Mein Anliegen, ich möchte euch etwas sagen, das man an solchen Konferenzen nicht sagt, aber ich sage es trotzdem, wir lieben euch. Wir lieben euch. Ja.